Ja, moin zusammen. So, den Bremssattel habe ich draußen. Das Problem an so einer Undichtigkeit, hier war das ja. Ja. Ach so, erstmal zu was anderem. Warum benutzt man hier niemals, unter gar keinen Umständen, überhaupt gar nie nicht, Aluminium-Dichtringe? Jeder Land Rover-Fahrer weiß es. Das hier ist Eisen. Das ist durchaus magnetisch. So, und was passiert, wenn Aluminium und Eisen zusammenleben? Wie in jeder guten Beziehung, Kontaktkorrosion. Ja. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Deswegen stirbt so ein Dichtring, während der Sattel relativ unbeschädigt bleibt. Relativ. Das Problem ist, wenn ich hier eine Undichtigkeit habe, die ist ja nicht seit gestern da. Die ist ja auch nicht durchs Stehen gekommen. Die war vorher auch schon da. Ja. Hier ist der Bremskolben. Seht ihr diese Riefen? Da drin, da wo der läuft, durch die eindringende Feuchtigkeit, und natürlich dringt da Feuchtigkeit ein, Rost entstanden, da unten seht ihr den. Klar habe ich jetzt den Kolben rausgezogen, ne? Aber man sieht es auch an der Wand. Ja, das reibt den Kolben wiederum kaputt. Das vermindert wiederum die Bremsleistung, weil die Bremsflüssigkeit dran vorbei kann. Hier sind Fresser, richtige Fresser. Ja, und so etwas zerstört den Sattel. Man könnte jetzt sagen, okay, ich mache jetzt einen Bremsüberholsatz da rein. Das Problem ist, die Fresser sind auch hier drin. Ergo, ja, sieht man nicht richtig. Da in der Ecke sind sie. Kann man nur erahnen, ne, auf der Kamera. Ja, auf jeden Fall sind da Fresser in der Lauffläche und das bedeutet Exitus. Ne? Der Bremssattel ist durch. Aufgrund dieses Defekts. Wird alles nicht billiger. Es gibt Überholsätze, richtig, ja klar. Wenn normalerweise hier irgendwas undicht wird, hier wie so eine Manschette oder sowas in der Rechnung, kein Ding. Ne? Aber man bekommt den Bremskolben, man bekommt die Bedichtung, man bekommt auch diese Laufdichtung hier drin. Hier oben sieht man die, hier ist die schwarze Dichtung. Ne? Das ist im Grunde genommen wie ein Ölabstreifring. Die Bremsflüssigkeit soll da drin bleiben, das macht er. Ja, das ist der Überholsatz. Also wäre der Überholsatz. Problem. Ja. Die Lauffläche da drin ist mit irgendwie wirtschaftlich zu rechtfertigenden Mitteln nicht zu reparieren. Und deswegen renne ich jetzt an den Computer und schaue mal schnell, was ein Bremssattel kostet für dieses wunderschöne Fahrzeug. Wie die Besitzerin immer wieder betont. Ein wunderschönes Fahrzeug. So, da bin ich wieder. Gerade mal meinem Zulieferer auf der Seite geguckt. Bremssättel sind verfügbar. Zwei Stück. Ja, ich werde jetzt nicht einen machen, ne? Das ist wäre ziemlicher Unsinn. Soll man auch immer beidseitig machen, hat auch viel Sinn, weil die Bremsleistung darf schon ganz recht gleichmäßig sein. Es macht keinen Spaß, spontan abzubiegen, wenn man auf die Bremse tritt. Nee, sind lieferbar, kommen Montag. Wir haben jetzt Samstag. Also schon gut sortiert, ein vernünftiger Laden. Deswegen bestelle ich sehr ungern im Internet und nehme lieber einen echten Zulieferer, der sich bei dem Punkt Garantie dann auch nicht sperrt. Ne? Das ist bei manchen Leuten im Internet, ja, das ist. Ja, dann bleibt mir eigentlich heute eigentlich nichts anderes übrig als Spielspannung und Schokolade. Wir haben ja seit Samstag. Was mache ich nun, ne? Da stehe ich jetzt. Und habe mir kein anderes Konzept ausgedacht, außer die Bremsen zu fertig zu machen. Ja. Toll. Super. In der folgenden Szene sehen Sie diese Mücke. Wie ich sie erschlage. Nee. Mal gucken, was einfällt. Irgendwas Sinnvolles. Ja.
keine Ersatzteile. Naja, passiert manchmal. Wie gesagt, der Bremssattel etc. kommt alles Montag. Und ja. Hier und da gab es ein paar Fragen bezüglich, also ein paar E-Mails, ein paar Fragen. Wie kommt man günstig an Autos? Ja. Also ich kann hier sagen, ich habe, glaube ich, für keins dieser Fahrzeuge, also jetzt für diese hier, ne, der da ausgenommen, für keins dieser Fahrzeuge mehr als 300 Euro bezahlt. Ne. Der hier hat 100 gekostet. Bei dem, ich glaube, 150. Der gehörte mal mir, ne? Den habe ich verkauft, als er wieder fertig war. Ja, ansonsten, der da hinten, der Cordoba, 150. Ja, eBay Kleinanzeigen. Ich mache mir immer Suchaufträge von Fahrzeugen, die ich interessant finde. Und dann, ja, mache ich das. Der hier war nicht fahrbereit, den habe ich ja damals auch verkauft. Der war nicht fahrbereit. Was habe ich für den bezahlt? 250? Ja, auch wieder zum Fahren gebracht und verkauft. Der hatte sogar noch TÜV. Ja. Den habe ich leider gekauft. Hätte ich mir sparen können. Und da die Papiere immer noch nicht gekommen sind. Naja, wie gesagt, ich werde den schlachten. Die Felgen sind geil. Die kommen auf den schwarzen Diesel Arosa. Ja, Motor läuft gut. Ja, ansonsten die Karosserieteile bis auf den Kotflügel. Das war meine Blödheit. Da bin ich reingefahren. Rückwärts, nachts, rangiert hier. Ja. Ja, wo kommt man günstige Autos her? Das ist ein großes Thema. Ja. Viele Leute haben die Hoffnung auf Versteigerungen Fahrzeuge zu finden. Könnt ihr vergessen. Die Versteigerungen gehören der Geldwäsche. Sehen wir das mal realistisch, Import, Export. Die Leute kaufen Autos viel zu teuer und verschenken sie danach mehr oder weniger. Es gibt wenige, wirklich wenige seriöse Export-, Import- und Exporthändler, die das nicht machen. Wir transportieren ja nun auch Fahrzeuge für diverse Händler. Und ich sehe deutlich, dass da Autos gekauft werden, die eigentlich kompletter Kernschrott sind, im Export auch nicht, nicht im Ansatz das bringen, was da investiert wird. Die Fahrt kostet ja nur auch Geld, ne, der Transport. Ja, das ist schwierig. Also Versteigerung könnt ihr vergessen. Die gehören komplett den Geldwäschern. Ich habe damals gesehen in Hamburg, da war ein Opel Combo, also Corsa C Basis. Der hatte einen Fahrwerkschaden, der war vorne weggerissen. Also irgendwie Bordstein, gegen den Bordstein gerutscht, Dreieckslenker kaputt und so weiter und so weiter. Realistischer Preis für den Turbodiesel, für den kleinen. War LKW mit einer LKW-Zulassung. Realistischer Preis für das Ding, weil man ihn ja nun auch wieder fertig machen will. Logisch, sonst verkauft man ihn schlecht. Der rollt ja nicht mal. Den muss man wirklich im Gabelstapler aufladen. Musste man damals. Also der war wirklich komplett Schrott vorne. Von Fahrwerk her. Und kompletter Preis. Wir haben damals recherchiert. 2,5 hätte es gebracht. Mit 2 Jahren TÜV komplett fertig. Also ein realistischer Preis. Einkaufspreis von 800. Das Ding ist für 2,8 weggegangen. So. Ich denke, das wird auch bei den Zoll- und Stadtauktionen wird das bekannt sein. Also so naiv können die nicht sein, dass da ständig Fahrzeuge verkauft werden für Preise, die komplett utopisch sind. Und dass das mit rechten Dingen zugeht. Nein, nein, das sind Geldwäscher. Ja, da wird Geld umgesetzt. Deswegen hat man bei auch bei Polizeiauktionen oder sowas in der Richtung, man hat keine Chance. Vergesst es. Die Preise, die da aufgerufen werden für einen alten ranzigen Bulli, da kauft euch lieber nicht fahrbereiten und macht den selber fertig. Im Moment, dank Corona, sind Transporter sowieso ins Unermessliche gestiegen, von den Preisen her. Deswegen vergessen wir Transporter einfach. Die sind auch im Normalfall jetzt schon so teuer. Tja.
Versteigerungen funktionieren nicht. Online-Auktionen können funktionieren. Den roten Lupo da hinten habe ich für 80 Euro bei eBay ersteigert. Wie gesagt, einer der ersten, der lief auch nicht. Die Benzinpumpe war kaputt. 80 Euro. Er hat schon einiges gespendet, aber wie gesagt, das war alles unter Vorbehalt. Wie gesagt, der Wagen wird wieder aufgebaut. Allerdings nicht mit den Teilen, die da dran waren. Der Motor ist zum Beispiel auch völlig irrelevant. Ne? Der läuft. Gar kein Ding. Der hat 160.000 gelaufen. Ne? Das ist auch alles noch da. Ne? Nicht das... Ja. Nee, der wird wieder fertig gemacht. Der geht nicht über den Jordan. Wie gesagt, einer der allerersten. Schönes Ding. Ja, Benzinpumpe hinten war im Eimer, habe ich geguckt. Ja, der wird wieder auf die Straße kommen. Wie gesagt, mit dem Motor von dem 16-Ventiler da hinten. Ja, ich weiß, dass es windig ist. Heute ist echt ein bisschen stürmisch. Keine Ahnung, wo das auch immer herkommt. Ja, den habe ich damals für 100 Euro gekauft. Der hatte noch TÜV, glaube ich sogar. Ja, der hatte noch TÜV. Ja, keine Ahnung, warum die den für 100 Euro abgegeben haben. Der fuhr, bremste und lenkte vernünftig. Dann habe ich den verkauft und dann war da so ein Hi-O-Pi. Ja. Und das Ding komplett verbastelt. Hat das ganze Armaturenbrett auseinander gebastelt und wusste gar nicht, was er da tut. Übel, ja. Ja, das ist eine schlimme Aktion gewesen. Egal, den baue ich wieder zusammen. Und dann... wird sie wieder gut gehen. Wie gesagt, da kommt ein TDI-Motor rein. Vom Grundsatz her der mit 110 PS. Entweder der mit 90 oder mit 110 PS. Mal gucken, was ich finde. Und zwar brauche ich den Motor vom Polo 6K. Also von der Kombi. Der ist verwandt mit dem Cordoba da hinten. Ne? Eigentlich vom Grundsatz her ein Seat. Der hat die gleichen Motoraufnahmen. Da passt alles. Ich kann jetzt schlecht auf dem kleinen Getriebe von dem SDI den TDI laufen lassen. Das wird zerfetzt. Die Getriebe sind eh empfindlich. Außerdem brauche ich die längere Übersetzung. Ein SDI ist relativ kurz übersetzt. Ja, 110 PS als Diesel mit einem langen Getriebe. Das wird richtig Spaß machen. Nicht zu kleine Räder, kommen 15 Zoll drauf von dem Polo da drüben. Ein Gewindefahrwerk hat er nicht drin, der hat ein normales Sportfahrwerk drin. Ist mir auch wesentlich lieber, von Fichtel und Sachs. Ist eintragungsfähig auf der Höhe und die Höhe passt super, muss ich sagen. Sieht sehr gut aus. Vorne sind übrigens kleinere Räder drauf, deswegen sieht der Abstand. Vorne sind 13, hinten sind 14 Zoll drauf. Deswegen sieht das so komisch aus. Ja. Und die Radhausfüllung ist schon recht satt. Ja. Nee, ich finde den cool. Ja. Will zusehen, dass er eine LKW-Zulassung kriegt. Der hat hinten ja eh keine Sitze. Ja. Also zum Teile holen, perfekt. Ne? Und dann halt, wie gesagt, dann fliegen die Einspritzdüsen da raus und so weiter und so weiter. Ja, wenn es soweit ist, seid ihr dabei. Ne? Wie gesagt, mein erstes Ziel so grundsätzlich sind so um die 130 PS. Das reicht vollkommen für das kleine Ding. 130 PS mit ungefähr 350 Newtonmeter auf einer Tonne Gewicht. Ja, könnt ihr euch selber ausdenken. Tja, wir bekommen jetzt noch einen Golf 4 rein. Der Besitzer dieses Fahrzeugs hat einen Golf 4, den er jetzt abgibt. Müssen wir jetzt bei nächster Gelegenheit mal gucken, wie der aussieht. Kotflügel sind durchgerostet, haben die glaube ich immer. Ist wohl nicht einer der ersten. Die ersten haben das komischerweise nicht so wirklich. Ja. Ja, hier hat sich auch noch keiner gemeldet. Der Polo ist auch noch da. Wartet. Ich muss nicht alles immer sofort reparieren. Naja, Kundenfahrzeuge gehen sowieso erstmal vor. Ne? Deswegen steht der Astra jetzt auch blöd in der Werkstatt rum. Eine Kundin mir sagte, die braucht da TÜV drauf und die Bremsen sind platt und sowas in der Richtung. Dann lasse ich logischerweise das andere stehen. Ja. Da muss ich auch noch den Auspuff drunter bauen. Bin ich auch noch nicht zugekommen. Mal gucken, ob der noch lebt. Ich denke mal schon. Ist
Schlüssel, da. Ja, der ist kerngesund mit seinen 104.000 Kilometern. Ja. Originales Seat-Radio. Ja. Und ganz, ganz selten bei so einem Ding. Tür zumachen. Per Fernbedienung. Und das funktioniert alles. Ihr hört hinten die Unterdruckpumpe, ne? Nicht elektrisch, pneumatisch. Naja, klar, elektrisch, ne? Ja. Ja. Dafür sind die Dreieckslenker auch gekommen. Die liegen schon. Ja. Wie gesagt, hier wird keiner vergessen. Wird alles gemacht. Nur halt nicht sofort. Manche Dinge gehen halt vor. Ja, Mercedes. Ach so, scheiße. Ich muss noch den anderen Mercedes zurückholen. Der steht noch bei Gerd. In dem Nachbardorf. Ja, der Schlachtwagen. Auch wieder auf eigene Achse hier hingefahren. Tolle Autos, sage ich euch. Also Astra, muss ich sagen, wenn man weiß, was man schrauben muss an den Dingern. Geniale Autos. Ne? Es stehen tonnenweise gute Ersthandautos gerade drin, wo ich mich echt anstrengen muss, für teilweise ein Tausender mit 100.000 Kilometern runter, gute Ausstattung mit Klima, funktioniert alles, mit TÜV. Kaufen. Kauft euch die Dinger. Seht zu, dass sie nicht auf dem Schrott landen. Ne? Tonnenweise. Ja. Ich denke mal, ich werde das Video für morgen fertig machen. Hier passiert nicht mehr viel. Und dann, ja. Dann geht das weiter. Ah, ich muss noch den Auspuff austauschen bei meinem Land Rover. Stimmt. Der liegt hier schon. Ist auch der von dem gelben, aber der ist trennbar. Bei mir ist Mitteltopf bis Endtopf ein Rohr. Ich müsste quasi fast die Achse absenken, um das Ding auszutauschen. Deswegen habe ich den extra ausgebaut. Das ist richtig genial. Ja, der muss auch noch eingebaut werden. Fällt mir gerade so ein. Unser klappert nämlich auch. Das mit dem Flexrohr hätte ich mir sparen können. Normalerweise sind die starr. Das fliegt auch raus, das Flexrohr. Das macht keinen Sinn. Ja, der steht auch vor sich hin. Das ja, mal zu sehen, dass ich dann mal an den Lupo dran komme. Der geht jetzt auch demnächst in die Schlachtung, der Land Rover. Ja, Getriebe, Restmotor, ein paar Karosserieteile runter. Ich brauche ein bisschen Platz. Ich kriege nämlich neue Land Rover. Ja, das wird auch noch eine spannende Sache. So, ich wünsche euch einen angenehmen Start in die Woche. Leider habe ich keinen Keks heute zu bieten. Keine Ahnung, wo der steckt. Den seht ihr bei meiner Frau. Okay. Bis dann. Ciao.